Viele Fans haben auch Adoro. Für alle, die die Jungs kennen, das ist Popsongs und Oper zusammengemixt und das Ganze mega erfolgreich. Und vor allem jetzt mit einem neuen Album. Träume heißt das, passend zu dieser Uhrzeit. Und wir sagen schönen guten Morgen den zwei Herren, die von den Kasselroter Spatzen vermutlich bewundert werden, weil ihr könnt das richtig Musik machen. Schönen guten Morgen, Peter Dass. Schönen guten Morgen, Peter Dass und Laszlo Malecki. Euer fünftes Werk Träume. Ja? Was darf man sich da erwarten? Wie schon der Titel sagt, Musik auch, zu der man wirklich träumen kann. Mhm. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten oder ganz unterschiedliche Themen, über die man träumen kann. Und ich glaube, die sind alle vertreten auf diesem Album. Ob das jetzt etwas Sanftes ist, etwas Nachdenkliches oder etwas, das einem ganz einfach Schwung gibt und Energie. Ich würde sagen, bevor wir weiterfragen und wir hören einfach rein, bitteschön. Viel erlebt und habe viel gesehen. So viele Dinge werde ich niemals verstehen. Leben ist mehr als nur schwarz oder weiß. Es gibt so viele Farben. Die Träume in mir kann kein Wind mehr verwehen. Man muss jeden Tag neue Wege gehen. Wer in sein Herz schaut, kann richtig sehen. Träume sind das Leben. Immer jung, das ist Gänsehaut-Feeling hier in der frühen Kaffeepulsstudio. Oh, schön, das hören wir gerne. Ihr habt es jetzt selbst das erste Mal gerade gesehen, oder? Also ich habe es zum ersten Mal gesehen. Ich habe es davor schon mal gesehen. Das ist ganz frisch. Ja, also echt total schön. Vor allem dieser Schnitt und dieses ganz Weiße, das hat was Engelhaftes, ja. Was natürlich passend ist zu uns. Nächste Frage, Knoten noch weiter. Sagt, wie funktioniert das? Ihr seid insgesamt 5 Musiker. Genau. Wer entscheidet? Was kommt und was nicht? Also, okay. Natürlich demokratisch, ne? Basisdemokratisch. Nein, also gerade, wenn es um die Konzeption eines neuen Albums geht, dann setzen wir uns zusammen, jeder wirft Songs in die Runde, wir diskutieren, wir überlegen, was können wir machen, welche Richtung soll es gehen. Wir wollen natürlich auch eigene Titel auf das Album schaffen, das haben wir diesmal auch wieder dabei. Und der eine Österreicher hat natürlich mehr Stimmrecht als die anderen, oder? Minderheitenschutz. Ja, es ist nicht so, dass ich unter die Räder komme. Deutschsprachige Popsongs mit Elementen aus der Oper zu verbinden, das ist für viele faszinierend. Was hat euch daran so gut gefallen? Also ich muss sagen, das war ganz interessant am Anfang, weil es gab so, wir wurden ja dann eingeladen zu einer Art Vorsingen, wie das halt für uns auch üblich ist als Opernsänger. Und dann hat es geheißen, ja, eine Opernarie, das war klar. Mhm. Und einen Popsong. Und das war irgendwann, genau. Von Nena. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal versucht habe, das dann mit dieser klassischen Stimme zu singen. Ja, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja. Und ich dachte, das klingt aber sehr, 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 sehr eigenartig. Aber man hat sich daran gewöhnt und die Leute lieben es. Träume also, eure neue CD. Ganz wichtig, eine Information, die wir jetzt exklusiv für alle Kaffeepuls-Zuschauer haben. Ja. Ihr werdet jetzt auch live in Österreich zu sehen sein, nächstes Jahr. Endlich, bitte. Das ist erst ganz frisch, ganz neu, also zum ersten Mal hier auf Kaffeepuls, 20. März 2013, unser erstes großes Österreich-Konzert hier in Wien. Ja, vielleicht kommt sie uns ja davor oder danach auch noch mal in Kaffee. Also wenn ihr uns einlädt, wirklich sehr, sehr gerne. Bitte, aber bitte nicht am Konzerttag, da müssen wir ausschlafen. Genau. Ja, dann eben am Tag danach. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Alles Gute, viel Glück und euer neues Album ist auch ab sofort im Handel erhältlich. So ist es. Genau. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Tschüss.